Heute stelle ich euch die Squeezebox WLAN-Radio von Logitech vor. Das ist das gute Stück. Ich habe das WLAN-Radio in Schwarz. Erstmal an sich von den Knöpfen her haben wir hier einen großen Steuerknopf, drehbar. Wir haben hier sechs Speicherplätze. Finde ich ein bisschen wenig, könnte ein bisschen mehr sein. Wir haben hier den Home-Button. Wir haben den Alarm-Button für Uhrzeit einstellen bzw. Weckfunktion. Oh, rückwärts, Pause, vorwärts, Play und den Back-Button. Wir haben ein schönes Farbdisplay. Da komme ich gleich nochmal drauf zu. Von den Anschlüssen her haben wir hier an der Seite ein Kopfhörer-In-Anschluss und wir haben auf der Rückseite eine 3,5 mm Standardbuchse für Line-In-Kabel, sprich um anzuschließen für ein iPod zum Beispiel oder auch um es an die Stereoanlage anzuschließen. Und dann haben wir einen Ethernet-Eingang, sprich, es ist zwar ein WLAN-Radio, man kann aber auch ein Ethernet-Kabel anschließen. Von der Bedienung her ist es eigentlich sehr einfach. Ich zeige euch das jetzt mal so ein bisschen einmal an. Dann haben wir hier das Display. Man scrollt hiermit mit dem großen Rad schön durch die Menüpunkte. Wir haben das Internetradio. Dort kann man auswählen zwischen lokalen Sendern, zwischen Musiksendern, Talk, Sport, Welt. Da kann man dann später dann zum Beispiel auch nach der Stadt suchen, wo man was sucht, Weltmusik, also wie es sich für ein Internetradio gehört. Will man natürlich dann auch weltweit Zugriff auf Musik haben. Sie können auch die Squeezebox mit Ihren eigenen Rechner anschließen. Mein Rechner ist jetzt derzeit nicht an, aber damit haben Sie Zugriff zum Beispiel auf iTunes. Da können Sie schön Ihre komplette iTunes-Mediathek hier über die Squeezebox im kompletten Haus abspielen, ohne dass überhaupt ein Kabel dahin führt. Sie können ja auch einzelne Lieder suchen, eigene Anwendungen, die können Sie einspeichern, die sind bei mir jetzt leer. Die können Sie einspeichern aus der Anwendungsgalerie. Dort haben Sie die Möglichkeit, vorgefertigte Anwendungen zu installieren, wie zum Beispiel Napster, Last.fm oder MP3-Tunes, Musik auf Abruf. Sie können den Musikshop von Amazon nutzen, wenn Sie da angemeldet sind. Fotodienste, das ist dann zum Beispiel Flickr. Sie haben Podcast-Dienste, können Sie hier einrichten. Radionetzwerke, Dienstprogramme, Effekte, zum Beispiel Vogelgezwitscher können Sie hier oder Wasserfälle können Sie hier schön einstellen. Das ist eigentlich sehr schön. Ich habe jetzt allerdings mich nirgendwo bei Logitech jetzt angemeldet und Apps. Dann Favoriten, das sind Ihre Favoritenprogramme, Einstellungen. Jetzt gehe ich einfach mal auf, damit man das auch mal hört, was für einen wunderbaren Sound. Ich muss sagen, die Squeezebox von Logitech ist ein absolutes Muss. Ich kann sie aufstellen,
im Haus, wo ich will. Hauptsache, sie ist mit WLAN verbunden, schön Internetradio. Der Sound ist absolut genial, was aus dieser kleinen Box hier nur rauskommt. Sie können natürlich auch die Squeezebox an eine Stereoanlage anschließen. Das geht natürlich dann noch besser. Und vor allen Dingen vom Platz her nimmt sie auch kaum Platz weg. Die Squeezebox lässt sich auch über eine App, zum Beispiel über das iPad oder über das iPhone oder Android steuern. Da kann ich Ihnen gleich im Anschluss nochmal eine Kleinigkeit auf dem App zeigen, beziehungsweise Sie können auch die Squeezy-Box im kompletten Haus über Ihren Computer steuern. Vielen Dank erstmal dafür. Gleich im Anschluss zeige ich Ihnen nochmal kurz das App und bis zum nächsten Mal. So, jetzt zeige ich euch nochmal kurz das App der Squeezybox auf mein iPad Mini. Da haben wir es, das können Sie ganz normal über iTunes runterladen. Wenn man dann hier drauf drückt, geht dann auch schon das Steuerungsmenü von der Squeezebox auf. Hier können Sie auf der Seite genau dasselbe Menü wie im WLAN-Radio steuern, Internetradio und auch die Musik. Sprich, wenn ich es jetzt hier anmache, wird drüben in der Küche die Musik laufen. Finde ich phänomenal, weil man natürlich auch mehrere Squeezeboxen aneinander koppeln kann, im ganzen Haus verteilen und kann dann schön über WLAN Musik im kompletten Haus hören, was man sich wünscht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.